Quo. Und den auf ein extra Zettel schreiben. Quo. Also ich würde ihn aussprechen. Quo da Ziel. Seht ihr, das ist die mehr oder weniger konkrete Übersetzung davon. Ja, das Thema, dass ich direkt ins Sayat gehen sollte, hatten wir ja schon. Ich habe nicht verstanden, warum einige Kulturen so versessen darauf sind, Laute einzufügen oder auszustreichen. Und das steht dort. Kennt ihr eine Entität, wo da das dort? Kostet bei mir klingelt was, aber ich kann es nicht zuordnen. Ist das ein NML-Tagesherrscher? Nee, ein namenloser Herrscher ist das nicht. Gib mir mal Götter und Kulte plus 15. Kann ich auch probieren? Ja. Kann ich nicht mit denen Ableitung auf dem Meer, lohnt sich auch nicht. Oh. Achso, das ist easy peasy, nicht geschafft. Kann man so ultramythische Kulte nehmen? Ja, Könnte die 18 shippen. Nee. Aber wozu? Urtulamide schloss ich dann nicht zu. Dann nicht. Dann müsst ihr mit dem Namen Quodasil leben. Ach komm, ich schipp die 18. Oh, ich glaube, damit ist es geschafft. Warte, ich habe 5 Punkte. Na, ist immer noch knapp vorbei. Okay. Immer noch 18 gar nicht neu, für mich war rechnerisch nicht möglich. Ich könnte die Lichte chippen. Ich mach's einfach mal, ist egal. Rost, ich hätte den Chip gerne wieder. Ich merke jetzt gerade, dass es rechnerisch nicht möglich war. Nein, Dummheit muss bestraft werden. Ja, ich hätte es geschafft, irgendwie. Quodasil ist ein Froschgott und der steht wohl in Konkurrenz zu Galgsul, der Grundmutter, den wohl die bösartigen Krakonier anbeten. Beziehungsweise Galgsul wäre dann im krakonischen Pantheon das alles verschlingende Meer, die allumfassende Vernichtung von den Landmassen und dementsprechend vielleicht mit Charybdoros zu assoziieren. Also Quodasil wären gutartige Froschpriester, Froschgötter. Könnte zusammenhängen auch mit diesem Dämon, den wir bei der Insel gesehen haben, bei Rulat gesehen haben? Das war eine bösartige Entität. Das war die Grundmutter, Wur Kraugts. Wur ist aber auch nur ein Titel. Es gibt wohl andere Wur. Nun, soweit ich in alten Texten gelegen habe, gibt es eine Entität namens, den Namen wiederhole ich jetzt mal, ein Zungenbrecher. Er wird als Krötenkreatur, als Krötenherrscher, ein Krötengott beschrieben. Krakonier verehrten ihn wohl. Ein solcher wäre mir nicht bekannt. Vielleicht ein Verlust von sich verschiebenen Loyalitäten in den Niederhöllen. Oder vielleicht einfach in Vergessenheit geraten. Schließlich sind wir keine Wasserlebewesen. Wer weiß, was diese Dinge dort unten anbeten. In der Tat. Nun, diese Kröte, die wir gesehen haben, wie ich höre. Nichtsdestotrotz. Behalte diese Seite im Auge. Nur so für den Fall der Fälle. Na gut. Falls ihr Zeit und Gelegenheit habt, schaut gerne vorbei und dann können wir nun ja probieren, dieses Schriftstück, würde ich es nennen, nun ja in voller Gänze zu erfassen, zu übersetzen und nun ja nutzbar zu machen, eventuell für uns. Der ergraute Schwarzmagier richtet sich die Robe zurecht, dass er sich wieder aufrichtet. Nun, versteht mich nicht falsch, ich stelle euch gerne mein Wissen diesbezüglich zur Verfügung und bin selbstverständlich gespannt, ein, sagen wir, weiteres fachfremdes Fragment des Daimonikons in die Finger zu bekommen. Ich muss euch aber fragen, Abelmir, was erhofft ihr euch davon? Denn ich bin euer Mann, wenn ihr eine Beschwörung versuchen wollt, aber dies erscheint mir nicht euer Modus operandi zu sein. Worauf sucht ihr? Ich erhoffe mir etwas über die aquatische Lebensformen jenseits unserer Kontinente zu erfahren, ihre Lebensgewohnheiten, ihre Kultur, ihre Götter. Dann ist dies das falsche Buch.
Es gibt sonst kein Buch, das die aquatischen Lebewesen beschreibt. Wenn ihr auf den Codex Saurier anspielt, dies ist nur ein Mythos. Von einem Irren geschrieben, wie ich höre, hier. Und nun schreibt nur die Echsengötter und ihre Kulturen, nicht die Mare. Einmal mehr kann ich euch anbieten, dass wir nach Mirham schreiben. In den altexischen Aufzeichnungen muss es sicherlich Abschnitte über die kontemporären Meereskulturen geben. Andernfalls bin ich mir sicher, wenn wir irgendwo fündig werden, dann in der Bibliothek von Seele. Das wäre ein guter Anlaufpunkt, ja. Zumal diese wohl reichhaltiges Referenzmaterial bieten sollte. Nun gut, dann werde ich mich weiter an die Übersetzung dieses Buches, dieses Werkes machen und nun ja, vielleicht fällt mir etwas auf, was ich nicht recht verstehe. Haltet euch davon fern, weitere Hieroglyphen abzuzeichnen. Wir werden sehen. Ich würde dann mal neben den Finger schnipsen und diese Tafel mit den Schriftstücken an der Wand verschwindet wieder hinter, so einer, hinter der Abdeckung. Dann frag an Boltax, was möchtest du tun? Ich würde gerne zu Ankoschminia und mit ihr meine Hochzeit planen. Müssen wir jetzt aber nicht ausspielen, weil... Naja. Dann kannst du mit Ankoschminia eure Hochzeit planen. Wahrscheinlich nicht in Selem, sondern eher auf dem Schiff. Oder in einem anderen Hafen. Also da gibt es ja auch noch eine Menge andere Häfen. Port Zornbrecht bietet sich da vielleicht nicht so sehr an. Also einfach auf dem Schiff. Ja, also ich hatte auch gedacht, dass wir das auf dem Schiff machen. Die erste Zwergenhochzeit auf dem Schiff. Okay. Vielleicht, das schlägt Angroschminia vor, sie weiß ja, dass es in Janka zurzeit die Seeadler von Xorlosch gibt. Und da findet sich bestimmt auch noch ein oder andere Zwergenpriester unter den verschiedenen Seefahrern, der euch dann noch weiter begleiten könnte. Sie ist ja selbst Angroschgeweihte, aber sie wird ja ihre eigene Hochzeit nicht moderieren. Das ist wahr, und ich auch nicht. Ich bin ja die andere Form des Priesters. Genau, die anderen beiden. Ja. Okay, ja, aber vielleicht hat ja der Großkönig in seiner Weisheit an einen Angrosch-Priester gedacht. Gut. Ganz bestimmt. Rafim. Rafim möchte damit beginnen, erstmal seinen Stein aufzustellen. Ich nehme an, der Stein ist zu groß für seine Kabine, weil würde er nicht üben können. Ja, vor allem mit Mira ist er sowieso die ganze Zeit drin. Also müsstest du dann entweder normalerweise Hüttendeck oder Hauptdeck. Du kannst natürlich auch nach vorne auf das Vorderkastell gehen, aber... Ich bin ja schon sehr wichtig, also das... Kannst dann auch oben auf das Achterkastell, da hast du sowieso genug Platz, da sind ja nur die allerwichtigsten Offiziere, das Kapok mit seinem Kartentisch, der gute Steuermann Silem und die Hilfssteuerfrau. Ja, Rafim würde seinen Stein da erstmal hochtragen, ihn da vorne relativ in die Nähe vom Steuerrad stellen. Naja, ich denke, hier wäre gut. Sieht sehr gut aus. Steuermann, sprecht mich nicht an, ich werde gleich in Meditation verfallen und kommt am besten nicht in den Weg. Non, Monsieur. Ich werde nicht euch stören. Sagt man so? Oui. Ja, man sagt so. Oui. Ich werde meinen Mund halten. Ich werde euch nicht stören. Und ich werde auch meinem guten Falken Arigio sagen, er möge euch nicht stören. Kapok, hörst du? Du müsst etwas leiser sein. Ja, Mann. Alles klar, Mann. Hey, Rafi, Mann. Schön, dass du da bist, Mann. Non, Monsieur. Ihr müsst leise sein, wie gesagt. Ihre Gnaden, Rafim Kochson möchte sich in den Kampf vertiefen. Guck doch mal, Dackerbock. Er hatte diesen ganz erstaunlichen Stein aufgestellt. Er ist etwas schwer und er ist genau mir im Weg. Aber ich werde mich einfach etwas nach Steuerbord lehnen und dann kann ich auch wieder vorbeisehnen. Wir segeln sowieso mit hartem Wind voll voraus und Ist in einer ganz anderen Welt abgetaucht.
Richtig, ich würde erstmal mich kurz hinsetzen und meditieren. Dabei möchte ich versuchen, eine Verbindung zu dem Wesen in meiner Waffe aufzubauen. Ob das erfolgreich ist oder nicht, ist mir egal. Es geht darum, ich möchte mit dem Wesen meine Intention übermitteln. Mhm. Diese Intention ist, einerseits mit diesem Stein zu üben, andererseits diesen Stein am Ende zu spalten. Ob das klappt, das gucken wir, aber das ist zumindest Rafims Intention an dem Ganzen. Also am Ende soll der Stein in zwei springen. Das wird eine vermutliche Aufgabe, die ein paar Tage oder vielleicht auch zwei, drei Wochen dauert. Und damit würde er jetzt beginnen. Also immer wieder zu kräftigen Schlägen, sowohl an der Mitte als auch zu den Seiten einsetzen. Was vermutlich einerseits sehr laut ist und andererseits Raphim das schnell, relativ schnell erschöpfen dürfte. Okay. Dann hast du dort oben auch jetzt einen Stein stehen, der Silem im Weg ist. Sagt man so? Und du rufst den Archonten in deiner Waffe an. Die Vernichtung. Auf dass du ihn spalten mögest. Gib mir mal eine Götter- und Kulte-Probe, bitte. Gerne. Götterkulte. Wissen war das, ne? Warte. Ach komm, die 18 kriegst du neu. Was soll der Geiz? Die 2. Du merkst, wenn du deine Waffe schwingst, wie sie wohl wieder vibriert. Du merkst, dass das Titanium orange aufleuchtet. Und mit dem ersten Hieb spaltest du einen Stein. Also komplett? Komplett. Mit dem ersten Hieb bringst du die Vernichtung. Ja, Raffi, ich sehe erstmal sehr überrascht aus. Dann erfahre ich über die Waffe ausgezeichnete Arbeit. Und in meinem Kopf denke ich mir, die haben mir einen schlechten Stein verkauft. Die haben mich abgezogen. Ja, und dann denkst du wieder zurück an den Vulkan und die Monaden oder die Zyklopen. Die merkwürdigen Taruner, die ihr dort unten getroffen habt. Ihre merkwürdigen Waffen. Boltax hat die andere aus Titanium. Die anderen beiden. Die anderen beiden, korrekt. Und der Zyklop oder der Monade sagte irgendetwas davon, dass er 90 Jahre an dieser Waffe geschmiedet hat. Sie wurde für dich in die Wiege gelegt. Müsstest du mal Boltax zu diesem Stein oder der Qualität des Steins fragen. Aber es ist ein glatter Schnitt. Wie durch Butter. Steuermann, passt auf, dass niemand meinen Stein wegträgt. Ich bin gleich wieder hier. Non, Monsieur, ich werde aufpassen. Ich halte euch verantwortlich. Oui, Monsieur. Dann würde ich nach unten laufen. Ich habe verstanden. So viel reden und so wenig sagen, das ist ja unfassbar. Hey, König, der kleine Mann ist bei seiner Frau. Muss doch in die Werkstatt gehen. Ist denn niemand irgendwo, wo man ihn erwartet? Aber gut, dass du hier bist. Gut, dass du aufpasst. Immerhin weiß ich, wo der Schamanerich ist. Ja, ja, der Schamanerich. Ich such mal den Schamanerich. Boltax, Boltax, wo bist du denn? Boltax. Ja, und dann kommt Groschow mit den Ringen herein und... Oh, Raphim, Boltax, was ist denn... Boltax, ich bin jetzt nach unten gelaufen. Ich dachte, du wärst unten, aber du bist ja hier. Nein, nein, wir müssen die Hochzeit vorbereiten. Da gibt es einiges zu klären und die 36 Bräuche der zwergischen Hochzeit müssen ja alle stattfinden. Ja, ja, keine Sorge, ich werde euch vermählen, das kriegen wir hin. Ja, das werden wir sehen, wer das macht. Da müssen Angrosminia und ich uns noch einigen. Die Braut muss glücklich sein. Ja, ich bin offensichtlich die beste Wahl, aber deswegen bin ich nicht hier. Obwohl, das können wir gerne auch noch später besprechen. Boltax, ich befürchte, also ich weiß nicht, aber ich glaube, der Stein ist nicht gut. Was? Moment, ich habe, das glaube ich nicht. Lass mich mal sehen. Was ist denn? Bröselt er ein bisschen? Na, also ich habe nur einmal draufgehauen und er hat sich verabschiedet, also. Na, ich glaube, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Lass mich mal sehen. Ja. Ich würde Boltax so hochführen. Siehst du, Boltax? Genau in der Mitte kaputt gegangen. Genau in der Mitte kaputt gegangen.
aber der Stein ist von ausgezeichneter Qualität. Ich habe extra darauf geachtet, dass es ein harter, beständiger Stein ist. Ich würde mal ein bisschen über die Schnittkante. Scharf! War das die Waffe, die du verwendet hast, die wir auf Sorak gefunden haben? Ja, natürlich. Ihr wollt ja üben. Aber ein Hieb und ist das Ding ist hin. Naja, der Stein war wohl nicht hieb- und stichfest. Ja, nichtsdestotrotz ist ein guter Stein gewesen. Ja. Deine Waffe ist gut. Natürlich, die ist ausgezeichnet, aber wie soll ich denn jetzt meinen... Boltax, du weißt doch, ich möchte gerade einen neuen Stil entwickeln, meinen ganz eigenen Akzent setzen, wie Abel mir sagen würde. Mais oui, wie ich da antworten würde. Mais oui, mais oui. Wenigstens einer hier spricht Orati. Spricht den Mann nicht an, Boltax, der Mann redet so viel und ich verstehe nur die Hälfte von dem, was er sagt. Burgfapa? Ça va bien, ça va bien. Oui, ça va bien. Meinst du, Boltax, ich sollte lieber mit den Trollzackern üben? Nein, ich glaube... Nein, besser nicht. Aber die Waffe ist zu heftig für die. Und dann kommen sie alle zu mir und haben Angst, weil ich ja der Shoxuli bin. Aber ich muss üben, Boltax, also der Hieb war schon gut, aber ich muss doch noch ein bisschen, da muss man ein bisschen ran feilen. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ich überlege mir was. Vielleicht brauchst du einfach ein Material, das du einfach zerteilen kannst, aber das sich danach wieder zusammensetzt. Naja, also ich mache dir einen Vorschlag. Ich übe jetzt erstmal mit den Trollzackern und... Wenn dir was Besseres einfällt, sagst du Bescheid. Ja, aber mach sie nicht kaputt. Ja, da kann ich nichts versprechen. Du weißt ja, wie mein kleiner Pylos so ist. Ja. Du weißt ja, wenn wir erstmal anfangen mit Kämpfen, dann muss man das auch ein bisschen zu Ende bringen. Monsieur, ihr könntet doch den Stein noch ein weiteres Mal zerteilen. Immer noch die Hälfte. Das, was übrig bleibt, ihr legt sie auseinander und ihr hebt noch einmal auch die andere Hälfte, Monsieur. Er ist doch groß genug. Er macht das keine schlechten Vorschläge dafür, dass er eigentlich nur das Steuerrad hält. Monsieur, das ist eine jahrelange Ausbildung. Ich bin vom Fach. Sagt man so? Ja, très bien, sagt man da nur. Ça va bien. Nun, Rafim, dann hast du ja deine Möglichkeit gefunden, erstmal weiter zu trainieren. Ja, vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem. Das ist doch eine gute Idee. Ich werde einfach Track holen und dann machen wir hier oben einfach beides. Ich meine, hier passiert ja eh sonst nichts von Relevanz. Aber Monsieur, ich muss protestieren. Ich muss mich konzentrieren. Ihr könnt jetzt nicht diese dumme Barbarin hier erholen. Diese dummen Barbaren sind... Gar einzigartig. Kein Grund, frech zu denen zu werden. Ja, was ist denn, Boltax? Er hat vielleicht wirklich recht. Wenn wir die Marixes noch einholen wollen, dann muss er sich wirklich konzentrieren. Lass ihn mal machen und du kannst ja, weiß ich nicht, woanders üben. Naja, also ich werde es probieren, aber wenn es sich da nicht so gut anfühlt wie hier, dann bin ich wieder hier. Dann kann ich dir aber versprechen, jemand mit der Mütze da vorne. Ja, eine halbe Stunde später habt ihr den Stein einen Meter weiter entfernt gerückt, sodass er immer noch oben steht. Nicht mehr so sehr im Weg, es ist aber immer noch laut für Silem und er wird sich weiter darüber beschweren. Wenn Trak von Kekrach selbst mit seiner gewaltigen Waffe auf den Stein einhiebt, wird gar nichts passieren. Und wenn du dann selbst nach ein bisschen Übung mit Track dann das zweite und dritte Mal draufhaust, du merkst wohl, dass das Titanium sich wohl nicht ganz eingestimmt hat und es nicht orange leuchtet. Sehr zu deinem mittlerweile wohl Befriedigung. Du spürst den Geist der Waffe gerade nicht. Oder der Geist der Waffe ist befriedigt. Sodass du jetzt normal mit den Bruchstücken üben kannst, sodass da nichts passiert.
Na, sehr gute Traktation. Was hältst du denn von meinem Vorschlag hier? Eine wahrlich königliche Waffe. Außerdem soll sich der Mann da nicht so beschweren. Ja, Trak, wir sind ja oft einer Meinung und mal wieder sind wir einer Meinung. Ach, herrlich. Aber ja, wie geht's eigentlich dem einen, der mitgegangen ist? Alles gut? Er hat überlebt. Er hat große Schmerzen. Naja, immerhin ist es gut gegangen. Na, das ist ja schon mal viel wert. Ich wollte gerade sagen, er leidet große Schmerzen. Ja, ist doch gut. Genau, wir müssen jetzt auch mal gucken, weil es geht bald richtig los, dass ihr auch bereit seid. Wir sind immer bereit. Ja, das habe ich mir gedacht. Und der Shoxuli heiratet bald. Wir müssen ihn alle überreden, dass ich die Zeremonie leite, weil ich bin ja König. Soll ich irgendeinen Kopf abschneiden und ihm präsentieren? Das halten wir in der Hinterhand. Aber nein, wir sollten alle zusammen mit Gonnach reden, damit Gonnach nochmal mit Boltax redet. Weil er ist dem Shoxuli ja sehr nah. Wir könnten ihm am Tag seiner Hochzeit wir könnten den Hund entführen, dass er Hunger hat. Und dann am Tag seiner Hochzeit machen wir einfach die Tür auf und schicken Groschow dann zu ihm rein, sodass er ihm das Gesicht zerfrisst. Das sind wunderbare Schmerzen. Gerade zu der Hochzeit kann ich mir das richtig gut vorstellen, wenn er mit blutigen Striemen, vielleicht mit einem fehlenden Auge da auftaucht. Ja, das ist ein Vorschlag. Ja, natürlich ist das ein Vorschlag. Nur das Beste zu seiner Hochzeit. Er ist der Shoxuli. Ja, ich dachte vielleicht an den linken kleinen Finger. Warum? Wir könnten ihm auch den skalpieren. Und zwar nicht nur oben, er hat ja auch unten am Kinn Haare. Dann skalpieren wir sein Kinn. Wir ziehen ihm einfach die Haut vom gesamten Gesicht ab. Ist wieder ein Vorschlag. Wir müssen das Ganze nochmal diskutieren. Ich werde heute Abend mal zu euch stoßen. Und ja, dann wir diskutieren das. Ajirot hat da auch noch ein paar gute Ideen. Ja, das denke ich auch. Und der Stierkopfschamane, der ist immer für Kopf abschneiden. Ja, er hat da eine gewisse Faszination, aber er bringt immer gute Argumente vor, muss ich sagen. Wir unterhalten uns nachher nochmal. Jetzt mach erstmal weiter mit deinem Stein hier. Ja. Und du da irgendwas, du alte Schnauzer! Ich verfalle in eine Meditation und bin irgendwie auch ein bisschen glücklich, mal wieder Zeimelkeckrach zu verbringen, weil er so schön einfach ist. Er ist ein Trottel. Gut, dann könnt ihr segeln und segeln. Irgendwann auf eurer rechten Seite könnt ihr dann die ersten Inseln erkennen, die da vor euch auftauchen. Das ist laut Kapok, sind das die Effertstränen. Auf der linken Seite könnt ihr die gewaltigen Ausläufer der Trollzacken erkennen. Trak von Keckrach wird ihr noch einmal mit einem weinenden Auge nachwinken. Wird tatsächlich weinen. Und das hast du bisher noch nie gesehen bei ihm. Ja, die See ist weiter ziemlich kalt und je weiter ihr nach draußen in den Golf von Perikum segelt, desto weißer und milchiger, trüber wird die See. Und ihr merkt wohl auch, trotz dessen, dass der Wind bläst, dass ihr langsamer werdet. Die blutige See wird konsistenter, möchte man fast meinen. Dickflüssiger, zäher. Und ihr merkt wohl, wo dann auch Zulamin dann verständigt wird. Ihr habt sonst weiter keine weiteren Probleme, aber ihr macht nicht die Knoten, die ihr mit dem Wind hättet machen sollen. Sodass dann auch nach und nach Segel rausgenommen werden, bevor dann die Masten brechen. Beziehungsweise dann die Taue reißen oder das Tuch dann eben in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Wasser ist einfach schlierig.